Es geht übrigens jetzt zur Burgruine Freiberg und Eisenberg. Und es ist echt frisch. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe ja so eine schöne Thermohose zum Wandern. Liegt natürlich zu Hause. Aber an alles andere habe ich diesmal echt gedacht. Nur nicht an diese Hose. Naja, man sieht da oben schon so ein bisschen die Morgenröte. Und ich denke mal, wenn die Sonne nachher rauskommt, wird es echt wieder angenehm. Oh, mir laufen gerade die Tränen hinter meinen Buff, was ich schon bis über die Nase gezogen habe. So, Kamera muss ich wieder einpacken, damit ich die Handschuhe anziehen kann. Es ist echt zu kalt. Eine ganz neue Herausforderung. Hier ist schon der Boden teilweise, nee, nicht teilweise, der Boden ist gefroren, aber auch das Wasser, was draufsteht, so wie hier. Und dann wird es echt glatt, muss man schon aufpassen. Ja, jetzt geht es entlang hier an so einem kleinen Weiher mit Bank- und Hinweisschildern, was man hier für eine Aussicht hat. Eins Königstraum. Ihre Lage ist wirklich spektakulär. In 1277 Metern Höhe ragt die Ruine Falkenstein aus dem Fels empor. Zu ihren Füßen fällt ein Bergamt seitlich hinab. Es fällt leicht, sich vorzustellen, dass diese Burg im 13. Jahrhundert als imposante Drohgebärde des Grafen Meinhard II. Von Tirol fungierte. Doch so eindrucksvoll die Lage war, so schwierig und kostenintensiv war auch die Instandhaltung. Trotz zahlreicher Bemühungen begann ein über Jahrhunderte währender Verfall. Das Aus kam 1646, als die Burg vor den heranrückenden Feind in Brand gesteckt wurde. Dort oben zu sehen. Ich hoffe, das erkennt man schon, so auf der Spitze des Hügels. Es ist noch ein bisschen dunkel für, aber die Kamera kriegt das relativ gut hin. Ja, aber auch ansonsten das Panorama hier muss ich nicht verstecken, denke ich. Hier sind jetzt noch mal so Schautafeln digital, die aber eingefroren sind. Da tut sich nichts. Und zwar geht es hier um die Allgäuer Moorallianz. Und da ist hier so eine schöne Beschreibung, dass der Biber ein Schlüsselart im Naturschutz ist. Weil der natürlich auch dafür sorgt, dass sich das Wasser hier immer wieder staut. Und dadurch diese Moorlandschaften auch unterstützt werden. Ja, weiter geht's. Hier hat man auch mal ein bisschen besseren Überblick über das Moor. Den kommenden Aussichtspunkt hier, den schenke ich mir, weil der ist ungefähr 4 Meter hoch. Und so viel mehr sieht man von da aus auch nicht. Also die Beschilderung hier ist super. Und was auch schön ist, dass man hier an diesen traditionell gebauten Häusern vorbeikommt. Auch wenn es Neubauten sind, aber halt im alten Stil. Gefällt mir sehr gut. Ansonsten wechselt die Strecke zwischen geschottert und geteert bis jetzt. Was sich aber angenehm fahren lässt. Gefühlt stetig so eine ganz leichte Steigung bis jetzt. Wird sich aber noch ändern, weil die Burgen letztendlich doch auf einem Hügel oder Berg sind. Oh, von hier aus hat man noch mal einen schönen Blick auf Fronten, dort unten mit der Kirche. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen. So, das sollte reichen, dass man es auch gut erkennt. Es geht mittlerweile deutlich bergauf. Hört man wahrscheinlich auch an meinem Atem. Und es sind die ersten Sonnenstrahlen dort oben auf dem Gipfel zu sehen. Das macht Hoffnung. Weil selbst bergauf, die Beine werden zwar warm, aber oberflächlich, wo die Jeans im Grunde auf der Haut ist, ist es arschkalt, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen werde ich jetzt weiter radeln und hoffen, dass ich auch bald in der Sonne bin. Ansonsten, was hier schön ist, man hört überall dieses Kuhgeläute, wie auf der Alm. Das macht echt, ja, gute Laune. Ich habe gerade mal kurz angehalten, weil ich jetzt im Grunde schon rechts neben den beiden Burgen vorbeigefahren bin hier auf einer anderen Strecke. Ich habe wahrscheinlich irgendwo wieder ein Schild nicht gesehen, wo es links reinging. Deswegen werde ich noch mal kurz umdrehen. Aber diese beiden Kühe, da sind neugierig, wer denn hier an ihrer Wiese steht.
Aber landschaftlich jetzt schon wieder herrlich. Sie ist da. Ihr könnt die Freude in meiner Stimme hören. Also man fühlt selbst dieses bisschen, was da über die Berge kommt, direkt auf der Haut. Das tut so gut. Aber es ist auch ja, so klasse, in dieser Landschaft einfach zu radeln. Hier meinen Schatten mal schön zu sehen. Ja, großes Kerlchen auf dem großen Fahrrad. Und dort sind die zwei Burgen. Ich war doch nicht verkehrt. Oder eigentlich nicht verkehrt. Hier ging auch eine Route her. Dann werde ich auf dem Rückweg wahrscheinlich die andere nehmen. Also es ist alles weiß gefroren, beziehungsweise die Berge schon so weiß gepulvert vom Schnee. Und zwischendurch noch das Laub hier in den Herbstfarben. Jetzt die Sonne, die hier ja, sich so spiegelt. In dem ganzen Frost auf den Wiesen. Einfach herrlich. Einfach nur herrlich. Aber ich denke, die Bilder können das auch so ein bisschen zeigen, wie toll das gerade ist. Dort sind sie jetzt schon mal schön zu sehen mit den Sonnenstrahlen, die beiden Burgen. Es ging gerade einen Berg runter, wo ich gebremst habe, weil es einfach so eisig kalt ist. Ja, jetzt geht es wieder so leicht hoch. Aber wenn man über 40, ja 50 Sachen fährt, geht gar nicht. Aber herrlich, die da oben schon so in der Sonne zu sehen. Dieser Ort müsste jetzt schon Eisenzell sein. Eisenberg heißt es. Da steht es gerade. Auf der gegenüberliegenden Seite. Willkommen in Eisenberg. Hier vor mir sind zwei in Tracht. Passend zur Messe wahrscheinlich morgens. Finde ich immer klasse hier in der Region. Also Trachten gefallen mir. Jetzt hier in den Ortschaften ist so ein leichter Duft von diesem Kaminholz, wenn das verbrennt. Das ist sehr angenehm. Und dann hier diese Holzbauten. Schon klasse. Die beiden in der Tracht gerade gehörten tatsächlich zu so einem Musikspiel, Chor oder wie sich das nennt. Und gehen zur, ja, zur Morgenmusik. Wie auch immer. Die Kälte hat, glaube ich, schon Einwirkungen auf meine Denkfähigkeit. Wie kann sowas so kalt, unangenehm sein und gleichzeitig so schön. Aber auch wenn ich mich einmal umdrehe, dann ist es verständlich. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen gekniffen. Hier geht es jetzt hoch in den Wald. Da steht einmal der Weg Richtung Ruine, aber als Wanderweg. Und Radweg ist geradeaus. Jetzt ist natürlich die Frage, da steht einfach nur Radweg geradeaus. Ob der letztendlich auch da hochführt oder ob ich jetzt hier versuche, dann hochzuschieben. Ein Wanderweg circa eine Stunde. Jetzt eine Stunde das Fahrrad schieben, habe ich aber auch nicht wirklich Lust zu. Ich werde mal versuchen, erstmal hochzufahren und dann mal schauen, wie der Weg so wird, glaube ich. Ja, klingt nach dem Plan. Hier ist gerade so eine Karte, da ist das ganz gut zu erkennen. Ich bin jetzt hier gestartet. Und müsste jetzt im Grunde dann hier so nach oben. Aber wirkliche Radwege gibt es da nicht. Daher ist wohl die einzige Option radeln, quälen oder schieben. Also drei Optionen. So, im Wald angekommen. Filme ich jetzt einmal, weil hier werde ich auffilmen. Habe ich nicht die Kondition für. Der Wald hier macht echt einen besseren Eindruck als bei uns in Westfalen. Deutlich grüner, weniger Borkenkäfer, zumindest rein optisch. Und nicht so vertrocknet. Mal sehen, was da noch kommt. Also die nächste Burg, die hier bei mir auf dem Plan steht,
wird definitiv direkt gewandert. Also mit dem Rad. Klar, die Anfahrt erstmal ist ganz nett. Aber aufgrund der Steigungen zwischendurch im Wald ist man zu Fuß entspannter unterwegs. Das ist schon recht fordernd, finde ich. Da bleibt so ein bisschen das Vergnügen dann auf der Strecke. So schön, wie es ist auf dem Rad. Da am Hang steht ein Reh. Schaut mal. Oh, so stark gesoomt, jetzt wackel ich natürlich die Hulle. Ich versuch's mal auf dem Zaun hier irgendwie mich zu stützen und trotzdem noch das Reh einzufangen. So könnte es besser werden. Da ist es, ja, genau. Ach, ist das schön. Und direkt darüber ist eine dieser Ruinen, wo ich jetzt weiter hoch möchte. Das ist echt, wenn man sich auf Aussagen anderer verlässt. Hatte da so ein Pärchen mit einem Bulli, die mein Alter waren, gefragt, wegen der Burg her, ob man das schön mit dem Rad anfahren könnte. Ja, kein Problem. Super ausgebaute Wege, kann man top hochfahren. Geht definitiv nicht. Also, fahren geht gar nicht. Hier sind so ungefähr 17-18% Steigung, würde ich tippen. Und auch mit dem Untergrund gar nicht möglich. So ist das immer mit solchen Aussagen. Aber dadurch, dass ich noch 20 Kilo oder gute 20 Kilo zusätzlich den Berg hochschiebe, ist mir unheimlich warm. Muss man ja immer von der positiven Seite sehen. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt an der Burgruine angekommen. Und jetzt geht's rein. Ja, jetzt bin ich angekommen an der Burgruine Hohenfreiberg in der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu. Erbaut 1418 bis 1608 und 1646 niedergebrannt und seitdem im Verfall. Der Besitzer ist immer noch Baron Dr. Ulrich von Freiberg. Und viel mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu erzählen. Hier ist das ganze gute Stück von außen nochmal. Mein Radl ist angekettet und jetzt geht's dann rein in die Ruine, damit man auch weiß, warum man sich hier hochquält. So sieht der Innenhof hier aus. Erstmal recht eindrucksvoll. Das ist schon recht groß. Hier geht es dann durch das nächste Tor, oder wo ursprünglich wahrscheinlich mal ein Tor war, nach oben offen. Oben ohne, in Bayern, könnte man jetzt hier als Titel schreiben und eigentlich nur die Burg meinen. Würde gleich tausendmal mehr geklickt, aber so einen Quatsch machen wir ja nicht. Aber alleine, dass ich schon den Gedanken habe, schrecklich. Hier so eine Schießscharte. Ja, mit einer herrlichen Sicht. Ne? Ich kriege da mal so ein bisschen rein. Schaut mal. Da kann man schon ein bisschen das Umland bewachen. Ja, da sind zwei Heißluftballone. Da muss ich doch auch mal kurz schwenken von der Burg zu den Heißluftballons da. Ach, da sind mehrere. Ich kletter mal eben auf die Mauer, dann sieht man das besser. Dafür, dass ich immer so ein Schisser bin, klappte das jetzt hier ganz gut mit dem Hochklettern. Und so sieht man die drei zumindest mal richtig schön.
Oh, ist das herrlich hier. Sonntagmorgen und noch keine unterwegs. So liebe ich das. Da hat man einen Blick Richtung Sonne zu der anderen Burg. Ruine, wo ich gleich noch rübergehe. Aber jetzt erstmal hier. Die Aussicht hier oben ist traumhaft schön. Auch in die andere Richtung, da oben Heißluftballon zu sehen. Dann hier die Landschaft, das Bergpanorama. Und da Richtung Sonne die andere Burgruine. Und hier geht es jetzt Richtung vorderer Turm, den ich am Anfang gezeigt habe. Das muss ich natürlich auch mitnehmen. Oh, wieder in der Sonne. Gerade unten im Schatten war es echt sofort wieder deutlich kälter. Oh, da steht das Reh mit gespitzten Ohren. Ich zoome noch mal kurz. Das ist echt relativ entspannt. Das kennt wahrscheinlich hier das Publikum schon. Naja, will ich auch nicht weiter stören. Was ich noch zeigen wollte, ist da die Ruine auf der Seite. Von hier sieht man die nochmal so schön mit den Bergen im Hintergrund. Könnte ich mir stundenlang anschauen. Ich habe gerade auf der anderen Seite schon bestimmt eine Viertelstunde gestanden und nur in die Ferne geschaut. Herrlich. So, jetzt bin ich wieder dick angezogen. Jetzt geht es wieder ein Stück den Berg runter, um auf der anderen Seite hochzugehen zu der nächsten Ruine. Es ist so herrlich, wenn man durch den Wald radelt, dann einen Berg hochkommt, diese Aussicht hat. Ah, da hinten startet auch gerade wieder ein Heißluftballon. Den seht ihr wahrscheinlich jetzt gerade nicht da unten. Ah, vielleicht doch. Ah, ich steige eh ab. Hier geht es jetzt wieder deutlich zu hoch. Ja, hier hat man schon den ersten Blick auf das Objekt der Begierde. Doch größer als ich dachte. Von der anderen Seite sah das so klein aus. Betreten der Burgruine auf eigene Gefahr. Ja gut, das ist ja immer bei solchen Objekten. So, das Rad ist wieder angeschlossen. Ich habe gerade das Schild gelesen, dass ich jetzt hier 1055 Meter über normal Null bin. Und das ist jetzt die Burgruine Eisenberg. Und auch hier geht es jetzt durch so einen Torbogen ins Innere der Burgruine. Gleich hier am Anfang, das sieht aus, als wenn hier Stallungen waren. Und hier im Inneren sind auch so die ein oder anderen Sachen mit dem Treppenhaus hier vor mir. Also das beschildert als Treppenhaus, deswegen nenne ich es auch so. Ansonsten ist hier viel Elektrik verbaut. Wie es aussieht, um Wetterdaten zu erfassen. Und im Inneren gibt es hier ganz viele einzelne Räumlichkeiten, wie man hoffentlich so halbwegs erkennen kann. Und dieses gute Objekt hier ist 1646 durch einen Brand zerstört worden. Auch hier geht es wieder in ein Treppenhaus zum ersten und zweiten Obergeschoss. Nett beschrieben. Hier, das war der Wohntrakt. Die Sitzmöbel sind noch zu erkennen, würde ich mal so sagen. Hier geht es in einen weiteren Wohntrakt und Lagerräume. Also ich muss sagen, das ist recht gut erhalten hier alles. Und durch die Beschreibungen, auch wenn es nur einzelne Bezeichnungen sind, ist das alles viel fassbarer, als wenn man jetzt nur durch die Ruine gehen würde. Mal ein bisschen hoch hier. So. Ah, da kann man gleich auch noch hin. Aber auch von hier schon mal diese Plattform schön zu sehen. Und da in der Ferne noch zwei Seen. Das ganze Grün, was man hier sieht, ich hoffe, man erkennt das auf dem Bild jetzt auch, weil die Sonne so blendet. Das sieht von hier oben aus, als wenn das alles Golfplatzqualität hätte. Wie gemalt. Ach, in die Richtung ist auch noch ein See. Drei Stück sehe ich jetzt von hier schon. Und hier geht es dann in die Kapelle. Nur mal so von der Größe würde ich sagen, 6x8 Meter hat das Ganze. Und dort wird wahrscheinlich der Altar gewesen sein. Ja, jetzt geht es erst auf das Holzdeck. Oh, rutschig. Und ganz schön am Knarren. Ja, es wird mich auch noch aushalten.
Ich verliere ja auf den Touren immer Gewicht. Das ist dann von Vorteil. Diesen Rundgang, den man hier sieht, um die Burgruine, werde ich gleich auch noch machen. Und natürlich dann zeigen, was zu zeigen ist. Die Aussicht ähnlich natürlich wie gerade bei der anderen Burgruine. Ist ja die gleiche Richtung. Aber zeigen muss ich es euch trotzdem, weil ich es mir auch immer wieder gerne anschaue. Und hier sieht man das nochmal schön mit den Rasen oder mit den Grünflächen, was ich gerade meinte. Traumhaft. Und da in der Mitte ist der Heißluftballon, wo ich vorhin sagte, da startet noch jemand zu seiner großen Fahrt. Hier steht nochmal, das ist die Geschützplatzform gewesen. Circa 1500 Torzwinger steht da. Ja, hier steht es nochmal schön beschrieben wieder. Zwinger, Umgang zwischen den beiden Ringmauern. Also das ist schon sehr durchdacht, solche Burgen hier. Zumal ja da unten nochmal so eine Geschützmauer ist, sage ich mal. Um das Ganze nochmal zusätzlich zu sichern. Hier ist der Abtritt für das erste und zweite Obergeschoss. Das heißt, das ist der Abfluss in die Vorburg. Also Kanalisation. Wenn man dann jetzt aus der Burgruine wieder rauskommt, geht man hier auf dieses Vorgebäude, wo man auch noch raufgehen kann, was ich jetzt natürlich dann auch machen werde. Hier geht man schön hoch über so eine massive Holztreppe. Ja, aber auch hier noch alles angefroren. Wobei die Bank, oh, die ist schon trocken. Herrlich! Dann kann ich mich ja erstmal hier so ein bisschen in der Sonne lümmeln und das Ganze noch genießen. Von hier hat man nochmal einen schönen Blick jetzt auf die gegenüberliegende Ruine, wo ich vorhin war. Auch recht groß das Objekt, wirkte gar nicht so, wo ich da vorhin durchgegangen bin, aber ihr seht es ja selber. Die beiden stehen hier so dicht beieinander. Da bietet sich das an, das hier in einem Video zu machen und nicht das Ganze nochmal stückeln in zwei Episoden oder so. Bin ja nicht so der Freund von. Naja, ihr seht, so weit ist es gar nicht. Da ungefähr müsstet ihr den Kirchturm sehen. Da muss ich gleich wieder hin, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und werde diesmal aber nicht dort rumfahren, sondern wahrscheinlich hier den direkten Weg. Und daher würde ich sagen, mit dieser echt für mich immer noch wunderschönen Aussicht, würde ich mich von euch verabschieden mit diesem Burgruinen-Video, was echt sehr, sehr frostig angefangen hat. Selbst das Fahrrad war zugefroren, das hatte ich auch noch nicht. Aber jetzt mittlerweile hier in der Sonne echt traumhaft schön ist. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Sonntag beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ein Gruß aus dem Allgäu, euer Markus.